Hallo liebe Leute und wieder mal erwarten uns Trainerkämpfe in Pokémon Smaragd im Randomizer. Ja, deswegen würde ich sagen, werden wir hier auf Route Numero. Ich hatte gar nicht im Kopf, die 103. Mal gucken, dass wir die Trainer hier soweit beseitigen und mal wieder eine kleine Gesprächsrunde machen. Und ich merke gerade, ich habe mein Traumduo nicht dabei. Boah, wie kannst du nur in so etwas Kleines hineinpassen? Hatte ich mein kunstvolles Gitarrenspiel angelockt? Nein, das nicht. Dieser Pokéball da drüben hat mich angelockt. Na gut, ihr beiden, was habt ihr denn Tolles? Puh, Docs, okay, das kriegen wir schnell weg und Pfiffchen. Naja, es geht. Jetzt ist nur die Frage, wie ich das jetzt am besten mache. Ich würde sagen, auf jeden Fall Schnabel auf Pudox, weil das ist Käfer und das dürfte dann weg sein mit etwas Glück. Oder würde ich sagen, machen wir einfach mal Glut auf Pfiffchen. Anders geht's nicht. So, Leute. Ja. Ich habe übrigens vor... Ja, schon eine gewisse Weile Pokémon Tekken mittlerweile bekommen. Wie ich auch schon vor einigen Parts mal gesagt habe, dass ich es quasi schon bei Amazon geholt habe. Ja, es ist eigentlich ein ganz nettes Kampfspiel. Ich sage jetzt mal wirklich ganz nett. Es ist nämlich gewöhnungsbedürftig. Meine Mann-Show ist ruiniert. Das ist wirklich ein gewöhnungsbedürftiges Kampfspiel. Man merkt aber schon quasi so gewisse Parallelen an das Kampfspiel Tekken. Was gewisse Moves angeht. So ungefähr. Also das Greifen und so. Dass man dafür zwei Knöpfe drücken muss. Also, ja. Aber trotzdem ist es, wie gesagt, ein gewöhnungsbedürftiges Kampfspiel. Idee zwar cool, aber ich habe auch noch so meine Probleme, damit klarzukommen. Aber es ist schon cool, dass man da wirklich, ja, schon sehr interessante Kämpfe mitmachen kann. Ich habe einmal einen Online-Kampf gemacht und den habe ich direkt versagt. Weil ich da mit diesem, ja, mit dem Kämpfen noch nicht so richtig zurechtkomme. Aber da muss man wirklich sich erstmal richtig mit einspielen. Und ja, wir kämpfen als Team. Es gibt welche, die sagen, das Spiel ist richtig klasse, und es gibt welche, die sagen, ja, es ist nicht so toll. Ich gehöre zu der Kategorie, die sagen, es ist interessant. Es macht auch Spaß, aber wie gesagt, man muss da erstmal viel Zeit investieren, um da reinzufinden und richtig tolle Techniken zu entwickeln. Naja, mit Online-Duellen werde ich auch demnächst mal gucken, dass ich den guten EG26 mal anfrage, dass wir mal ein kleines Online-Duell machen. Okay, also Flug bringt nicht viel gegen Boden. Ja gut, das hätte ich mir eigentlich denken können. Ja, und dann wird es ein kleines Duell zwischen uns geben. Also so viel habe ich jetzt in diesem Spiel noch nicht trainiert. Ich habe nur mal ein paar kleine Kämpfe erstmal gemacht, um, ja, mal in die Spielmechanik reinzufinden. Und ja, allzu viel habe ich in diesem Spiel echt noch nicht gemacht. Einfach, weil ich es auch noch nicht wollte, weil ich, ja, es zumindest auch gleichberechtigt haben wollte gegenüber EG26, als wenn ich jetzt wirklich schon vorweg sehr viel trainieren würde, weil er es wohl auch noch nicht so viel gespielt hat. Deswegen, wenn wir dann ein Duell haben, wird es recht fair werden, denke ich mal. Schwesterherz, wir haben verloren. Und deswegen, ja, lasst euch überraschen. Wirklich, wir sind viel besser geworden. Das beweisen wir dir als das nächste Mal. Das wollen wir ja mal sehen. Falls wir überhaupt nochmal hierher kommen. Der nächste! Mein Pokémon ist einfach anbetungswürdig. Nur keine Scheu, ich zeig's dir. Wenn er jetzt mit Legendären ankommt, dann laufe ich weg. Knuddeluff, okay, naja, das kann man vielleicht als anbetungswürdig ansehen, aber. Nö! Nein, 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 nein. Du bist weggetriplettet. Das reicht sogar. Naja, Level 15, aber ihr habt schon gesehen, die KP ging langsam nur runter. Also ein Knuddeluff ist auch nicht zu unterschätzen, was die KP angeht. Oh, sowas aber auch. Mein geliebtes Pokémon. Ja, jetzt kannst du es nicht mehr knuddeln. Zumindest vorerst nicht. Ich muss dafür sorgen, dass du dir mein wunderbares Pokémon bei dir anschaust. Nö. Kein Interesse. So, hier haben wir einen Angler und hier kommen wir tatsächlich nicht weiter. Wie ich vermutet habe, stehen wir hier vor einem großen Rätsel. Na komm, machen wir erstmal den Angler kalt. Ach, meine Angelschnur hat sich verändert. Jetzt bin ich frustriert und wütend. So, und du darfst es ausbaden. Immer ich. Einer muss es ja abkriegen. Angler Stacy, Pupanze, okay?
bin ich gerade wegen den Typen am überlegen. Ich glaube, du warst auf jeden Fall Gestein. Okay, ja, das ging schnell. Na gut, Level 5 ist auch nicht verwunderlich. Tiana, ich würde mal sagen, wir lassen Calimera drin. Tiana ist zwar nicht zu verachten, aber das hat wahrscheinlich auch nur Level 10. Gut, da können wir Triplette machen. Wobei, nee, und ich war nicht stark gegen Psycho. Nee, das ist schon ganz gut so. Tut mir leid, Tiana, aber ich muss ja irgendwie auch vorankommen. Nidibar, ja gut, da kann Calimera auch noch drin bleiben. So einfach kriegt man ein Pokémon trainiert. Wenn gleich drei Pokémon reinkommen, die man mit dem Pokémon erledigen kann. Mal schauen, wie lange das noch so anhält, dieses Glück. So, jetzt hat sich's ausgeangelt. Ach, verloren. Nun bin ich noch wütender. Da kann ich aber nichts für. Was hast du mir hier? Wenn du von hier aus das Meer überquerst, nimmst du eine Abkürzung nach Rosaltstadt. Ist das kein praktischer Tipp? Ich kann ja leider nicht rüber, weil ich noch nicht surfen kann. Ich will mal gucken, ob ich hier an denen jetzt noch vorbeikomme, weil... Genau, hier unten rum. Ich will nämlich diesen Pokéball da drüben noch mitnehmen. Und mal schauen, was da noch Nettes drin ist. Eine Perle. Brauchen wir nicht. Können wir nur verkaufen. So, nehmen wir noch ein paar Beeren mit. Wenn wir schon dabei sind. Yonago-Beere, okay. Ich glaube, davon haben wir noch keine. Na trotzdem, wir nehmen sie einfach mal mit. Sehr schön. Wir haben jetzt endlich wieder Beeren im Beutel. Zumindest ein paar mehr. Schaden kann es nicht. Aber wir wollen, wie gesagt, jetzt erstmal nach Blümburg City kommen. So, Moment. Pokénap wollte ich. Dann haben wir doch einen etwas weiteren Weg vor uns, als mir eigentlich lieb ist. Dann müssen wir wahrscheinlich doch wieder so rum und dann... Das wird ein sehr großer Umweg. Aber gut, wenn es nicht anders geht, müssen wir tatsächlich den Weg nehmen. Aber einmal würde ich sagen, versuche ich den Radweg hier nochmal. Moment, Wobei, ich kann auch... Ja, komm, wir nehmen den Radweg, dann brauchen wir keine Angst vor wilden Pokémon zu haben. Machen wir einfach mal. So. Erstmal hier alle durchkommen, das ist nicht leicht. So, ja, das ist der Radweg von meinem Büro nach Gravitport. Zeit, Zusammenstöße, mega geil. Und du radelst voll mich rein. Eigentlich müsste es total crashen und wir müssen total ineinander zusammenfallen. Aber bei diesem Spiel nicht. Hier ist jede Logik überflüssig. Deswegen vergesst, was ihr jeweils über Fahrräder gelernt habt. Dieses Spiel bringt es anders bei. Aber nicht nachmachen zu Hause. So. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir hier nach links radeln. Noch umständlicher geht's echt nicht. Aber wenigstens haben wir hier alle Trainer soweit besiegt, also geht das schnell. Ja, Leute. Was macht ihr eigentlich momentan bei diesem richtig wunderschönen Wetter? Momentan scheint es ja wirklich langsam Frühling zu werden, auch wenn die Temperaturen noch nicht so dafür sprechen. Aber es wird auf jeden Fall langsam werden. Moin, Leonis. Das überspringen wir. Brauchen wir noch nicht mal bekämpfen, das bringt nicht viel Erfahrungspunkte. Ja, bei dem Wetter kann man wirklich momentan wieder viel anstellen. Man kann schön rausgehen, Eis essen. Naja, Eis essen vielleicht noch nicht unbedingt, ja doch, langsam schon. Ich hatte auch schon ein paar Mal Eis. Mir ein Eis gegönnt. Einfach, weil es sich angeboten hatte auch. So. Ja, man kann auf jeden Fall wirklich wieder viel anstellen. Und das finde ich super. Ich liebe den Frühling, naja, speziell den Sommer, den finde ich eigentlich noch besser. Aber das dauert ja noch ein bisschen bis dahin. So, jetzt müssen wir, glaube ich, weiter. Ich muss gerade noch mal gucken. Ja, wir müssen noch weiter nach Süden. Ah, das heißt, wir dürfen ja durch diesen verdammt verfluchten Wald. Aber gut. Da kommen wir ja auch recht flott durch, eigentlich. Wenn wir uns nicht so dämlich anstellen. So, ah, scheiße. Gut, ja Leute, und wenn ich es hoffentlich hinkriege, ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich kommendes Wochenende nochmal versuche, das Video oder ja, das lange Video mit den Pokémon 2DS-Modellen zu verarbeiten. Wir sind übrigens da. Ich hoffe, ich kriege es hin.
Notfalls muss ich irgendwie noch ein anderes Verarbeitungsprogramm suchen, was mir hilft, dieses Video verarbeiten zu können. Weil, wie gesagt, Camtasia zickt da ziemlich rum. Deswegen, ja, lasst euch überraschen. Ich kann euch schon mal vorwegnehmen, das Video wird eine Stunde lang. Also, das ist doch recht lang geworden, im Prinzip, insgesamt. Aber dafür werdet ihr auch eine kleine Überraschung in diesem Video noch sehen, was ich vorher noch gar nicht gesagt habe, dass es da das auch noch gibt und so. Halt! Aber dann lasst euch überraschen, was da auf euch zukommt, wenn ich das Video entsprechend fertig hochgeladen habe. Drückt mir einfach die Daumen, dass es noch klappt irgendwie. So, jetzt kommen wir nämlich zu der Challenge von der nächsten Arena. Erstmal schalten wir den PC ein. Und zwar Lanets PC. So, dann wollen wir Pokémon ablegen. Nämlich die Challenge für die nächste Arena ist, dass ich nur drei Pokémon mit mir nehme. Und die anderen erstmal quasi, ja, habe ich mir so beschlossen, dass ich sie erstmal ablege. Deswegen jetzt muss ich gut überlegen, wen ich mitnehme. Für die Arena. Das eine nehme ich auch mit, dann werden die Schritte wenigstens gezählt. Auch wenn es nicht viele sind, aber trotzdem. Ja, das ist jetzt echt so eine Sache. Also Gengar habe ich ja schon abgelegt. Also Calimera könnte ich gut gebrauchen. Linkfan wäre jetzt vielleicht noch nicht so die praktische Vibe für die Arena. Einfach weil er noch keine gute Elektroattacke drauf hat und jetzt noch nicht so stark ist. Das heißt, Linkfan wird erstmal abgelegt. So, jetzt nur noch zwischen den Vieren hier aussuchen. Und dann würde ich sagen, lege ich erstmal Heras ab. So, das ist mein Dreierteam für die nächste Arena. Bestehend aus Calimera, Eagle und Adventure Homes. Mit euch werde ich jetzt versuchen, dann die nächste Arena zu bewältigen. So. Und weg hier. Tschüss. So, soweit so gut. Ich überlege gerade, brauche ich noch ein paar Heil-Items. Dazu müssen wir erstmal kurz in Beute reingucken. Ich würde sagen, das reicht für diese Arena. Hab zwar jetzt nicht so viel, aber ich würde sagen, ich riskiere es einfach mal so. Bei High Items darf ich einsetzen, so wie ich will. Nur ich muss halt das 3-Pokémon-Limit beachten. Deswegen habe ich das jetzt schon mal so weit vorweg gemacht. Ich gucke trotzdem mal. Ein paar Superbälle könnte ich mir vielleicht noch kaufen. Einfach für alle Fälle, falls ich noch ein paar Pokémon finde, die ich doch noch interessant finde und fangen will. So, und Supertränke auf jeden Fall noch einige. Da kann ich erstmal mein ganzes Geld für verpulvern. Na gut, für die Supertränke sollte ich jetzt noch nicht so viel ausblättern, weil später gibt es ja noch einen stärkeren Trank und es wäre dann doch etwas sinnvoller, wenn ich dann entsprechend das Geld dafür auch noch hätte. Nein, das reicht. Weil wisst ihr was, Leute, ich denke mal, ja, die Arena werden wir uns für den nächsten Fall aufheben. Dass wir dann ganz gemütlich hier in die Arena rein können. Und uns, ja, gegen Norman behaupten können, gegen unseren Vater. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, auf Wiedersehen, liebe Leute. Und dann rocken wir mit drei Pokémon die Arena.